So, da sind wir wieder. Habitäre miteinander. Und ja, es geht weiter. Wir haben den Schrein geschafft. Wir haben jetzt hier einen Schnellreisepunkt, was sehr gut ist, weil dann können wir nämlich jetzt mal da unten mal diese eine Truhe vielleicht noch holen. Alles ist ruhig. Hi, wer bist du? Hi. Willkommen. Wir suchen im Dorf jetzt so das gerade nach einem Hylianer wie dir. Du sollst zugleich nach oben gehen. Dieser Hylianer. Ich werde das Gefühl los, ihn vor langer Zeit schon einmal gesehen zu haben. Ja, ich weiß schon. Ich bin ziemlich prominent, glaube ich. Ich bin da ziemlich prominent bei den Zoras. Also ich soll sofort nach oben gehen. Warum? Vielleicht, weil ich jetzt diesen Schrein gelöst habe, aus Versehen. Weiß ich nicht. Ach, sowas. Ja, was gibt es denn? War ein Hylianer. Und auch noch Dulling, dieser Prinz Sidon auf seiner Suche nach einem Hylianer, nicht sonst wen, sondern ausgerechnet dich finden muss. Ich werde dich hier und jetzt niederstrecken, dafür, dass du Mifa, was du Mifa angetan hast. Warte. Wie bitte? In Mifas Namen werde ich dich einer gerechten Strafe zukommen lassen. Zumindest würde ich das gerne. Du sollst dich glücklich schätzen, dass der Senat des Dorfes der Zoras alle Hände voll mit Ruta zu tun hat. Ja, okay. Tschüss. Ja, Ruta kenne ich ja schon. Also, dann schauen wir nochmal kurz nach. Wir sollen ja oben melden, ne? Was kosten? Hey, Chef, was ist los? Du weißt, wie man den Titanen besänftigen kann, oder? Sidon wartet am östlichen Stausee auf dich. Besänftige mit ihm zusammen den Wassertitan. Übrigens, hast du dich mittlerweile an unsere Tochter Mifa erinnert? Yep. Habe ich. Oh, das freut uns wirklich. Als Mifa zum Recken gekürt wurde und wegging, waren wir zutiefst betrübt und gleichzeitig von großem Stolz erfüllt. Wer konnte ahnen, dass der Wassertitan von Ganons Macht ergriffen wurde? Hätten wir Mifa nicht ziehen lassen, wäre sie jetzt vielleicht noch bei uns. Es tut mir leid. Nein, wir wollten nicht dir die Schuld daran geben. Verantwortlich ist einzig und allein dieser abscheuliche Ganon. Als Ganon die Kontrolle über die vier Titanen an sich riss, wurden die Recken in ihrem Inneren eingeschlossen. Keiner von ihnen wurde jemals wieder gesehen. Niemand weiß, was sich in den Titanen abgespielt hat. Wir können nur auf die verschwindend kleine Chance hoffen, dass sie irgendwie überlebt haben. Okay, das war aber alles, ne? Hi! Ach, kennen wir uns nicht? Haben wir uns am Zora-Fluss getroffen oder nicht? Ja. Ich bin die Vorsitzende des offiziellen Prinz Sidon Fanclubs, Tula. Ich hoffe, du kennst Prinz Sidon. Ja, logisch. Ich hätte mir denken sollen, dass ganz Hyrule Prinz Sidon bewundert. Ach, mein Prinz. Wenn ich nur an euch denke, bekomme ich schon weiche Knie. Wenn ich dagegen an die alten Knacke im Dorf denke... Entschuldige, auf jeden Fall ist Prinz Sidon eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit ganz wundervollen Ansichten. Wenn du die Gelegenheit hast, solltest du unbedingt einmal mit ihm reden. Ja. Lulalalu. Glanzvolles Licht, eine Prüfung erhält. Wer bist du denn? Ein Hylianer. Ein Hylianer, toll, aber der Prinz ist noch viel toller. Ah, Gott. Hey, was bist du? Oh, du bist es. Erinnerst du dich nicht an meine Wenigkeit? Rüd, ich stand auf dem Turm. Ja, ich weiß aber, wer du warst. Wo Prinz Sidon mich zurückließ. Mir gelang es nicht, den Prinzen auf mich aufmerksam zu machen. Also fasste ich mir irgendwann ein Herz und sprang kopfüber in den Zora-Fluss. So kam ich hierhin zurück. Als ich beim Springen mein eigenes Spiegelbild auf der Wasseroberfläche sah, habe ich mich verliebt. Oh, wow. Meine Wenigkeit hatte eine Erleuchtung. Es gibt auf der Welt nichts Schöneres als einen Körper im Sprung. Du hast von König Dorifan die Zora-Rüstung erhalten, nicht wahr? Mit Hilfe der Zora-Rüstung kann selbst eine Hylianer Wasserfälle hinaufschwimmen und so wieder hochkommen. Würdest du meine Wenigkeit den Gefallen tun, mir einen Sprung zu präsentieren? Los, einfach mit einem schönen Köpfer in den See unter uns. Ja, okay, da kommt man wahrscheinlich einfach wieder rauf, ne? Zack. Ich bin blind. Diese Schönheit hat mich geblendet. Gut, dann schwimmen wir den Wasserfall hinauf und kommen zurück. Okay. Und let's go. Fantastisch. Ich
kann es spüren. Meine Seele zittert wie ein Welpe im Regen. Vielen Dank für diesen ekstatischen Genuss. Ach Gott, dann los, kehre zu meiner Wenigkeit zurück. Okay. Das war wunderbar. Ich habe jeden Augenblick in mich aufgenommen. Meine Tränen wollen einfach nicht versiegen. Ach Gott, jetzt hört auf. Ich muss mich bei dir revanchieren. Spurtlotus, ja immerhin. Ich bin zutiefst bewegt. In einen schönen Sprung wie deinen sieht man nicht, so einen schönen Sprung wie deinen sieht man nicht alle Tage. Ich werde dich im Auge behalten. Okay. Geschafft. So. Jetzt habe ich doch da unten. Da unten habe ich doch jetzt was. Aber ich glaube, das war weiter weg, ne? Und da überall so Wasserfälle. Ah. Aber da sehe ich jetzt gerade nichts. Also wirklich erst da hinten, ne? Da habe ich jetzt schon Lust. Ich mag wissen, was in dieser Kiste drin ist. Weil vielleicht ist es ja sogar wirklich dieser Helm. Ne? Kann ja möglich sein. Ah, müssen wir mal schauen. Also da hinten ist auf jeden Fall auch nochmal so eine Steintafel. Kann man uns jetzt auch gleich mal anschauen. Aber komm, gib Gas. Okay, so. Da unten, das sind nur Enten. So, und hier müsste irgendwo die Kiste sein, ne? War doch da irgendwo. Und da schauen wir jetzt mal. Da haben wir definitiv was. So, ist der? Gönnen wir uns. Und was haben wir? Ishin-Bogen. Traditioneller Bogen der Shika. Wenn man sein Herz mit der Seele eins werden lässt, sie spannend erscheinen auch entfernte Ziele, als wären sie ganz nah. Ah. Ah, so ein Sniperbogen, ha? Okay. Ah, sonst irgendwo Kisten. Jetzt gerade sehe ich keine. Aber da haben wir auf jeden Fall nur eine Tafel. Dann können wir uns wieder aufteleportieren. Ah, schade, war jetzt leider nicht diese Kiste, was ich erhofft habe. Vielleicht ist sie aber einfach in dem See drin. Da oben. Das kann auch möglich sein. So. Also. Die Geschichte des Volkes der Zoras. Dritter Teil. Die Legende der Zora-Rüstung. Niedergeschrieben von Dorifan, König der Zoras. Die Legende zufolge regierte einst ein Zora-König, der keinerlei Geschick im Kampf besaß. Ungeachtet dieser Schwäche liebte seine Königin ihn dennoch zutiefst. Eines Tages erreichte dem König die Kunde, dass sich Monster in den Debon-Bergen zusammenrotteten. Zum Schutze seines Volkes sah der König sich gezwungen, in den Kampf zu ziehen. Die Königin, von großer Sorge geplagt, nahm einen ihrer eigenen Schuppen und wob sie in die Rüstung des Königs ein. Sie hoffte, sie möge ihn beschützen. Der Kampf verlief zugunsten der Zoras und die Hoffnung auf einen schnellen Sieg wuchs. Doch der Exalfos-General führte einen erbarmungslosen Gegenangriff durch und brachte den König in große Bedrängnis. Doch als der General sein Schwert zum Todesstoß erhob, geschah ein Wunder. Ein Teil der Rüstung des Königs reflektierte das Licht der Abendsonne und blendete so den General. Der Zora-König nutzte die Gelegenheit und streckte den Exalfos-General nieder. Es war die schneeweiße Schuppe der Königin. Eine Schuppe, die nur Frauen haben, die dieses Wunder ermöglichte. Diese Legende begründet die Tradition der Königstöchter, Rüstungen für ihre zukünftigen Gatten zu fertigen. So ist es also, okay. Das ist aber eine coole Geschichte, ne? Was natürlich wirklich so stattgefunden hat, ist eine andere Sache, aber okay. Das passen wir auf. Wir haben ja hier, da hat es doch irgendwie geheißen, so diese Nordsee oder so, ne?
Das ist der Rutussee. Vielleicht mal an die Dienstsee, den Totussee, weil der ist nördlich. Der ist nördlich. Ach Gott, ich muss jetzt sowieso erst einmal dann da raufgehen, glaube ich. Weil ich brauche jetzt diese Pfeile. Da habe ich schon so viele Pfeile. Das kann natürlich jetzt auch sein, muss ich mir nachschauen. Aber natürlich hätte ich schon gern Lust, einen Leune zu besiegen, weil der ist echt nicht leicht. Da muss man mal schnell schauen. Okay, ich habe 12. Okay, also, ich habe jetzt den Auftrag, Tagebuch. So. Ist das eine Nebenaufgabe? Nee, oder? Ich glaube nicht, ne? Hier, genau. Er klimmt das Donnerhorn und sammelt dort, ne? Ach, da ist er schon was. Okay, das wird ihm also direkt alles uzert. Okay. Na gut, dann machen wir das mal. Hi! Hi! Guten Tag! Willkommen im Marotmarkt. Das hier ist der Krämerladen, Korallenriff. Und weiter hinten ist die Schmiede Hammerhai. Oh. Oder kann ich dir sonst irgendwie helfen? Oh, na, eigentlich nicht. Das heißt, haben wir Schmiede schon. Hi! Jo! Hallo, du bist ein Hylianer, oder? Nicht viele von euch hier in der Gegend. Ich war auf Reise und bin dabei Prinz Sidon begegnet, der mich dann hierher eingeladen hat. Ich kann zwar Elektropfeile anfassen, aber ohne ein Gewicht zu kriegen, aber anscheinend bin ich etwas zu schwer. Prinz Sidon meinte, wenn er mich auf den Rücken nimmt, landen wir auf dem Grund des Stausees. Das hätte ich schon etwas diplomatischer formulieren können. Ja, das stimmt. So, Dento. So, der Hylianer, wegen dem wir unseren IFA verloren haben. Läuft's also hier herum, als wäre nichts. Was willst du hier? Wo sind wir hin? Waffenschmiede. Was machst du? Lanzen reparieren. Lanzen? Die Lichtschuppenlanze, die Zeremonienlanze. Egal, was für ein Getöse du hier machst. Solange du nicht die Lichtschuppenlanze besitzt, brauchst du gar nicht herzukommen. Jetzt hau schon ab. Okay, der hat irgendwie ein bisschen ein Problem mit mir. Hey! Ja? Cliff, hier ist mein Laden, Korallenriff. Ich biete Spurtpfeilchen an, die dich schneller machen, wenn du sie richtig verarbeitest. Ich habe auch Pfeile im Angebot. Wenn dir etwas gefällt, suchst du einfach einen Tisch aus. Ah. Oder möchtest du vielleicht etwas verkaufen? Ah, ich dachte schon mal gerne was verkaufen. Oh. Natürlich, was möchtest du verkaufen? Wir haben doch wieder, ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, wir haben so Schmuck verarbeitet. Ach komm. Ich verkaufe jetzt mal die Hälften. 10 Stück. Ja, 300 Rubine, so ist es nicht. So. Dann haben wir doch jetzt auch noch ein bisschen was vom Leuchtsteinregen aufheben. Reaktorkerne. Ich glaube, ich muss sie auch aufheben. Soweit ich das in Erinnerung habe. Dafür kriegt man nämlich auch irgendwann einmal so eine Rüstung. Oder kann man sich eine Rüstung holen? Aber die können wir verkaufen. So. 180. Yep. Topaz darf ich noch gern verkaufen. Okay. Ja, und den Rest, glaube ich, der passt erst einmal. Ich schau mal, Pfeile waren natürlich schon geil. Das sind alles Eispfeile. Aber Holzpfeile darf ich gerne nehmen. Ich darf gerne alle kaufen. Alle. Nimm alle mit. 60 Rubine, das geht. Das können wir machen. Okay. Passt. Ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Was ist mit dir los, ey? Guten Tag. Wer bist du? Ein Hylianer. Oh, Hylianer kommen doch von weit her, oder? Meine... Ach, nichts. Papa hat mir verboten, mit Fremden zu reden. Okay. Ja, er hatte ja grundsätzlich ja recht, der Papa, ne? Da hat er ja grundsätzlich recht. Also, pass auf. Ich muss jetzt schauen, dass ich da irgendwie in so einen Wasserfall hochkomme. Muss natürlich jetzt auch erstmal finden. Was ist mit dir eigentlich? Kia!
Mifa, seht mich an, hört meinen Schwur. Ich werde Farute in Stücke schlagen. So wahr ich sie und in der, den man einst den Feldwebel des Todes nannte. Was wird das? Du bist Link. Rache für Mifa! Nach 100 Jahren lässt du dich also wieder blicken. Ich, Sigrun, werde dich höchstpersönlich niederstrecken. Wovon redest du? So, willst du mir also kommen? Oh nein, du wirst mir mich nicht täuschen, Recke Link. Du warst es, der Mifa vor dem Bösen in Person vor Ganon hätte beschützen können. Und was hast du getan? Versagt hast du. 100 Jahre ist es jetzt schon her. Oh, Mifa, euer Verlust schmerzt mich jeden Tag aufs Neue. Dieses Mal. Niemand will hier deine Hilfe. Ich, Sigrun Feldwebel des Todes, schwöre, zugleich es mein Ende bedeuten mag. Ich werde Elektropfeile auf Ruta hinabregnen lassen und das Unrecht wieder gut machen, das Mifa angetan wurde. Hast du verstanden? Dann hau endlich ab. Mit dem Pfeil mitnehmen. Danke. Was? Ich unterziehe mich einem Sondertraining und lasse nicht locker, bis ich Elektropfeilen anfassen kann. Tu nicht so, als hätte ich das nicht letztes Mal schon gesagt. Solche Kampfeswille ist das, obwohl ich dir gegenüberstehe, Sigrun, der einzige Feldwebel des Todes. Damit hast du die Verantwortung, Faruta zu besänftigen. Was stehst du also hier noch so rum? Okay, mehr kurz jetzt nicht mehr mal. Jetzt habe ich sie einmal weggenommen. Oh, die hat Aufgabe. Sei gegrüßt. Du bist doch Link. Warum denn? Prinz Sigrun rief laut. Er wollte den Titan zusammen mit Link, dem Hylianer, ein Ende bereiten. Das bedeutet wohl, dass du das Donnerhorn erkletterst, um die Elektropfeile zu finden. Ja. Falls dem so ist, hätte ich eine Bitte. Dieser Berg nennt man das Donnerhorn. Dort treiben sich Monster mit einer roten Mähne namens Leune herum. Es muss jetzt nicht genau der sein, aber kannst du mir irgendwie einen Leune zeigen? Na klar. Mal ein Foto. Sehr gut. Wir scheinen auf einer Wellenlänge zu sein. Auf dem Donnerhorn gibt es eine Klippe, das Kap der Prüfungen. Es gibt hier einen Unruhestifter, der Leute dazu antreibt, von diesem Kap in einen östlichen Stausee zu springen. Aus diesem Grund möchte ich Aufklärungsarbeit über das Monster auf dem Donnerhorn betreiben, den Leunen. Wenn bekannt wird, wie dieses Ungetüm aussieht, wird sich niemand mehr zum Kap der Prüfungen wagen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Also dann, Link. Die Einzelheiten überlasse ich dir ganz. Zeige mir einfach, wie ein Leune aussieht. Ich danke dir. Das heißt, ich muss dann da sozusagen ein Foto machen. Ne? Oh, nehmen wir. Können wir da ranzoomen? Ja, und dann macht man Foto, ne? Das ist unser Plan. Okay, das heißt, ich muss jetzt da rauf. Ja, Happy Birthday. Ah, und da ist. Ah, okay, aber das haben wir ja eigentlich gleich oben, weil wir ja da diesen Wasserfall einfach naufschwimmen können, ne? Es geht schon. Sorry. So. Erstmal einen Schluck trinken. Okay. Okay, da noch ein links, östlicher Stausee rechts. Ja, gut. Lass mir erst das Donnerhorn auf. Die Rüstung habe ich an. Können wir jetzt mal nur schnell schauen. Ist da im See vielleicht nur irgendwie. Ah, da gibt es gar nichts. So. Okay, let's go. Und nach oben. Das ist halt schon. Das ist das, was ich an Zelda immer mag. Ja? Man kriegt immer irgendwelche Fähigkeiten. Die hat man nicht sofort von Anfang an. Und dann auf einmal kommen wieder andere Sachen erreichen. Oder hat man mehrere Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Das finde ich halt schon geil. So, was ich aber auf jeden Fall machen werde, ist jetzt, wenn wir da bei dem Leune sind. Ich werde definitiv davor abspeichern, weil es könnte sein, weil so eine Leune ist nicht leicht. Ja? So eine Leune ist echt nicht. Entschuldigung. So eine Leune ist nicht leicht zu besiegen und ich mag da nicht irgendwie draufgehen oder 10.000, sag's mal, Feen hernehmen dafür.
Vielleicht schaffe ich ihn auch gleich das erste Mal. Man weiß es nicht, ne? Vielleicht schaffe ich ihn auch gleich. Aber, so Leune ist nicht ohne. So, was haben wir hier denn noch? Ah, nochmal eine Tafel, schau. Die Geschichte des Volkes der Zoras. Zweiter Zusatz. Prinz Sidon streckt ein Monster nieder. Im Meer von Hateno lebte einst ein Oktorok von gigantischem Ausmaßen. Groß wie ein Berg. Die Fischerleute lebten in ständiger Furcht vor diesem Ungeheuer. Als Kunde von dieser Not Prinz Sidon zu Ohren kam, zog er aus, um den Oktorok zur Strecke zu bringen. So stellte er sich dem Ungeheuer und ein Kampf entbrannte. Gerade war der Prinz einem Stein, der das Biest nach ihm spuckte, ausgewichen, als es ihn plötzlich einsaugte. Mit dieser List hatte das Monster schon die Karriere zahlreicher Helden für immer beendet. Nicht einer hatte überlebt. Doch als die Zuschauer sich entsetzt abwendeten und den Verlust des Prinzen beklagten, schrie der Oktorok auf. Mit einem mächtigen Ruck brach die Spitze einer Schuppenlanze aus dem Bauch des Ungetüms hervor. Prinz Sidon hat im Inneren des Oktoroks den Kampf keinesfalls aufgegeben. Dem Monster blieb nichts anderes übrig, als den Prinzen auszuspucken und zu fliehen, sich in Schmerzen windend. Noch heute ist die Erzählung von Prinz Sidons Heldenmut überall im Meer von Hateno in aller Munde. Okay. So, okay, mehr gibt's da nicht. Wir müssen jetzt noch einen Wasserfall nach oben. Und dann, glaube ich, sind wir auch oben. So, wir müssen, glaube ich, die Aufgabe, ich schaue mir nochmal vorsichtshalber, ich glaube, ich muss ein Bild machen von diesem, genau. Finde die Möglichkeit, einen neuen zu zeigen. Ja klar, Bild machen halt. Ne? Also, das ist das Einfachste. Na dann. Und auf nach oben. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir nämlich schon fast beim Leune. Wir haben gleich noch Elektropfeile. Die werden wir aber auf jeden Fall nicht hernehmen. So, jetzt muss ich mich dann natürlich, glaube ich, ein bisschen konzentrieren, weil der wird jetzt natürlich hart, glaube ich, dann der Gegner. Der wird jetzt dann richtig, richtig übel. So. Ich glaube, wir haben jetzt dann eigentlich schon alle Pfeile, oder? Wo wir brauchen. Wenn wir die jetzt so mitnehmen. So. Na, da hinten müsste nämlich dieser Leune sein. So, jetzt schauen wir mal kurz. Ich werde das mal schnell abspeichern. Ist nie verkehrt. Okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen hier. Ich sehe nur keinen. Ah, okay. Da taucht er auf. Jetzt ist er da. Bobby. Autsch. Hörst du auf? Ja, pass auf, ich muss jetzt erstmal... Jetzt erstmal Waffen auswählen da. Autsch. Wird das mal ein bisschen was zum Essen da haben? Warte, ich glaube, ich brauche noch mehr. Wir haben 1000 Äpfel, ne? Und Angriff, 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 Angriff. Zack, 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 zack. Autsch. Okay. Warte mal, wir brauchen, glaube ich, ein besseres Schwert.
Uida! Ja, das glaubst du ja nicht, hey. Ah, jetzt gingen meine Vorräte zugrunde, ne? Geh! Ich kann nicht ausweichen! Das gibt's nicht! Ah, oh, wow, jetzt hat. Jetzt hat's geklappt! Okay, also das Ausweichen check ich gerade nicht so ganz. Ich hab fast kein Schild mehr, hä? Hä? Kapier nicht. Kapier echt nicht. Also, na, das macht man nur mal leid. Das macht man nur mal. Das machen wir noch mal. So nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde den Punkt wie dem Ausweichen. Ah. Den nehme ich gerade echt tricky. Wow. Okay, wie auch immer das jetzt gegangen ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay. Ey, also, na. Na. Da stimmt irgendwas hinterm Vorhand nicht. Ich muss echt jetzt diesen Zeitpunkt rausfinden, wie ich den irgendwie ansatzweise treffen kann. Ich habe ein Foto gemacht. Echt jetzt? Und gleich nochmal. Ah, okay. Das wird ein harter Kampf, Leute. Das wird ein harter Kampf. Also, ich verstehe es nicht mit dem Ausweichen gerade. So. So, und jetzt darf ich ja nur mehr abspeichern. Einfach nur aus dem Grund, dass ich nicht allerweil dieses Foto schießen muss. Und am besten vielleicht sogar jetzt nur mehr abspeichern, weil ich jetzt meine richtigen Waffen ausgerüstet habe. Das gibt's nicht. Also ich versteh's Ausweichen nicht. Ums Verrecken nicht. Du bist doch... Was ist denn mit dem? Ich versteh's Ausweichen einfach nur nicht. Ja, so das doch geht. So hab ich's die ganze Zeit gemacht. Das ist merkwürdig, ey. Ups.
Geh! Wie? Alter, das ist mir, kommt mir schon so vor, dass es manchmal einfach nur ein bisschen so random ist. Geh! Der macht halt dann einfach auch nichts. Also, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Geh! Ach, leck mich. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das, na, da labt man an nochmal rein. Da labt man nochmal rein, weil das, na, das mache ich so nicht mit, ne? Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schauen wir, dass wir den Typen endlich fertig machen. Ne? Ich wünsche dir was. Mach's gut. Habi, die Erik.